Wie schafft man es, solch eine Figur aus seinem Resin 3D-Drucker rauszubekommen, ohne ein einziges Mal Silikonhandschuhe anzuziehen? Geht nicht? Geht doch. Ich zeige es euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute werden wir uns mal anschauen, wie man solch eine Figur druckt, aus dem Drucker rausbekommt und das Ganze entsprechend reinigt und aushärtet, ohne wirklich einmal Handschuhe anzuziehen. Das braucht es nämlich eigentlich wirklich gar nicht, wenn man einen sauberen Workflow hat. Und das Ganze zeige ich euch heute an meinem Elegoo Mars 3 Pro. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe einen neuen 3D-Drucker. Den werden wir uns mal zusammen anschauen. Ich habe den nämlich gestern Abend schon mal ausgepackt, das Ganze schön aufgezeichnet. Das Unboxing machen wir einfach mal so kurz wie möglich, denn der Drucker kommt wirklich mega genial verpackt hierher. Da ist kein Kratzer, keine Macke drin und sonst nichts. Der funktioniert einfach, wenn man ihn auspackt und aufbaut. Und ganz ehrlich, Heidschwein, nehmt euch ein Beispiel dran. Da unten steht der Rocket One. Ihr kennt die Geschichte, ihr habt das Video bestimmt gesehen. Wenn nicht, packe ich euch den Link hier oben in die Ecke und ich schließe den Elegoo Mars 3 Pro einfach an den Strom an, level das Druckbett, pack das Resin-Watt drauf, gieße ein bisschen Resin rein. By the way, ich habe natürlich das Elegoo ABS Light Resin dafür benutzt, was auch sonst, ja, es ist am besten, es ist am kompatibelsten und wenn ihr schafft, noch die V1 davon zu besorgen, die ist noch irgendwas um die 20 Euro zu haben, kann ich euch nur empfehlen, die V2 ist deutlich teurer. Was daran jetzt besser, anders oder sonst was sein sollte, damit die teurer ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach nur, weil langsam das Geld knapp wird. Aber kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr noch die Version 1 kriegt, wie ich jetzt hier, dann könnt ihr da richtig Geld sparen. Ich habe so bei Amazon für 21 Euro noch was geschossen. Ja, mittlerweile ist er auch schon ein bisschen teurer geworden. Aber ja, guckt, dass ihr noch ein bisschen was davon bekommt. Das ist nämlich richtig gut, das Material, muss ich echt sagen. Aber gehen wir mal zurück. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt jetzt mal ein anderes Resin testen, da fängt nämlich schon der Workflow an, wie ihr den ordentlich gestalten könnt. Und da braucht ihr natürlich sowas hier. Da kann man ganz einfach, ich habe jetzt bei mir so einen Metalltrichter, den ich hier oben drauf packe dann entsprechend, wo ich dann auch ein kleines Netz drin habe, damit ich die groben Teile rausfiltern kann. Und da kippe ich erstmal das Resin aus dem Resin-Watt erstmal dann rein, dass hier quasi schon mal das en gros an Resin aus dem Watt draußen ist. Und dann stelle ich das hier drunter und hänge das Resin-Watt hier oben ein, damit das dann so langsam aber genüsslich abtropfen kann und ich die Hände frei habe, um weiterzuarbeiten. Das brauche ich nämlich, da gehe ich nämlich hin und mache mit der Spachtel hier, die mitgeliefert wird, oder aber auch mit der Spachtel müsst ihr ein bisschen aufpassen, die ist nämlich hier recht hart. Das heißt also, wenn ihr damit nicht aufpasst, kommt ihr in einen Fettfilm und dann habt ihr eine Beule drin und dann braucht ihr gleich einen neuen Film. Das sollte man natürlich nicht machen und dafür habe ich dann dieses Teil hier. Das ist ein Silikonspachtel oder ein Nylonspachtel und damit könnt ihr ganz einfach entsprechend das Watt dann auch schön und ordentlich natürlich reinigen. Ihr müsst natürlich immer wieder hingehen und müsst das Teil sauber machen, weil es ist ein Staubfänger, stelle ich gerade fest. Und Staub wollt ihr nicht im Resin-Watt drin haben. Gut, dann habt ihr soweit euer Resin draußen, habt den Drucker vielleicht wie ich jetzt gerade, weil ich das gemacht habe, entsprechend um den Drucker da hinten hinzustellen. Ja, ich weiß, ich hätte auch einfach können das Wett rausnehmen, da hinstellen, den Drucker rüberstellen, das Wett wieder reinstellen, dann wäre das auch gut gegangen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ihr habt mich darauf angesprochen, ey Maggie, druckt ihr doch mal das Teil. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich druck mir das einfach mal. Und gedruckt habe ich das in Sunlu Meta PLA. Danke nochmal an Sunlu, dass die mir das bereitgestellt haben. Und den Rest habe ich einfach in Isan PLA Plus und in Isan ABS Plus, einfach weil ich das gerade auf den Druckern drauf hatte und gerade am Drucken bin. Und habe das einfach mit den Materialien gedruckt, die ich gerade da hatte, damit das relativ cool aussieht und auch funktionabel ist. Und das Coole ist, ich habe hier oben eine kleine Schraube, die kann ich aufdrehen und wenn ich die aufmache und entsprechend das Ganze hier oben losschraube, kann ich das abmachen und kann für zum Beispiel den Saturn 2 dort hinten eine Halterung drucken, mit dem ich dann das Resin-Watt vom Saturn 2 hier oben reinstecken kann. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die da reinpasst, ob das von der Größe her ausreicht. Ich weiß nur, für den Elegoo Mars 3 Pro hat sich einer die Mühe gemacht und hat das Ganze ein bisschen breiter gestaltet, weil das Resin-Watt ein Ticken höher ist als bei den Vorgängern oder bei seinem Drucker, den er vorher hatte. Vielen lieben Dank dafür nochmal, unbekannterweise. Und gedruckt habe ich diesen Turm und nicht nur diesen alleine, sondern zwei. Die sind nämlich beide zusammen auf dem USB-Stick drauf, der mit dem Drucker mitgeliefert worden ist. Kleine Side Note, das wäre so das erste, was ich am Drucker austauschen würde. Habe ich beim Saturn mittlerweile auch gemacht. Ich habe mir einen ordentlichen von Sanders genommen, der ordentlich Power hat, der also wirklich schnell beschrieben und gelesen werden kann. Ganz einfach deswegen, weil die Teile von Elegoo mit der Zeit dann bei mir immer den Geist aufgegeben haben bisher. Klar, es mag auch andere Fälle geben, bei mir haben sie bis jetzt immer mit der Zeit einen Geist aufgegeben, deswegen bin ich lieber vorsichtig, nicht dass mitten im Druck halt irgendwie der Stick vielleicht abraucht und das Ganze dann nicht, ja, fertiggestellt werden kann. Dafür ist mir das Resin so schade. Aber wir schweifen ab und ich muss sagen, ich habe bei den Türmen hier kein einziges Mal Handschuhe angehabt.
Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe kein einziges Mal Handschuhe angehabt. Und nein, ich werde immer gefragt, sind die Teile denn nicht sticky, wenn du die aus dem Drucker rausholst? Nein, wenn ich die ordentlich gewaschen und getrocknet habe, sind die nicht mehr sticky. Die kann ich so anpacken, ohne gleich das Gefühl zu haben, dass ich auf die Toilette rennen muss, um mir die Hände zu waschen. Nein, muss ich nicht. Meine Hände sind schön blitzeblank und sauber, weil die Drucker auch ordentlich sind. Und dafür brauchen wir so ein bisschen einen Workflow. Angefangen damit, dass ich die erstmal von der Druckplatte runternehme. Da liefert Elegoo nicht nur die Spachtel, sondern auch eine Metallspachtel mit. Und die habe ich auch wirklich gebraucht, weil die Teile einfach mit der Spachtel nicht vom Druckbett runtergekommen sind. Und das Spannende ist nicht die Metallspachtel. Klar, das Metall, die kann man schön sauber machen. Die ist nicht sticky danach. Ja, die kann ich ordentlich anpacken, ohne so ein Gefühl zu haben, dass es auch wieder klebt. Genau wie bei den Figuren. Das mache ich einfach mit ein bisschen Isopropanol auf einem Einweg. Papiertuch entsprechend sauber. Aber das Wichtige ist, wohin packe ich denn die Figuren, wenn ich die vom Druckbett runterhole? Und das ist schon mal der erste Punkt. Ich habe so eine kleine Metallbox. Könnt ihr auch natürlich so eine Metallschüssel aus dem Gastro-Großhandel oder sowas euch besorgen. Ich habe so eine kleine Metallbox, einfach weil ich da hinten nicht viel Platz habe. Und das einfach perfekt ist von dem Platz, den ich brauche, um das Teil irgendwo hinzustellen. Und das Teil ist auch aus Metall oder aus Blech halt entsprechend. Und das kann ich wunderbar mit Isopropanol sauber machen, wenn ich fertig bin, wenn irgendwo ein bisschen Dreck drauf gekommen ist oder die Tücher innen drin dreckig geworden sind. Ich kann es wunderbar reinigen und brauche auch da nicht Angst zu haben, dass ich die anpacke, weil sie ist sauber. Danach kann man sie, wie gesagt, einfach mit Isopropanol sauber machen und das ist schon echt ein Mehrwert. Und dort packe ich erstmal ein, zwei Papiertücher rein, damit der Boden ein bisschen abgedeckt ist. Darauf kann ich dann das Druckbett ganz gemütlich abstellen und habe dann wirklich die Hände frei, um mit der Spachtel die Figuren von dem Druckbett runterzukratzen. Und ihr seht schon, das ist ziemlich genial. Ich kann danach das Druckbett auf den Drucker wieder montieren und habe die Hände wieder frei und kann mich komplett um die Figuren kümmern. Die Figuren nehme ich dann mit einer Pinzette und packe die ganz einfach in ein Isopropanolbad. Also in so ein kleines Metallkörbchen, ist auch wieder, wie ihr merkt, Metall. Die Pinzette ist aus Metall, das heißt, wenn mal was dreckig wird, kann ich es am Schluss nochmal richtig schön sauber machen und habe danach keine klebrigen Hände. Und ihr seht schon, ich brauche auch hier keine Handschuhe, weil ich kann die ganz einfach ins Metallkörbchen mit der Pinzette reinlegen. Und das Metallkörbchen kann ich dann in das Isopropanolbad reingeben und dann brauche ich einfach nur noch die Maschine anzuschmeißen, ein paar Minuten zu warten, bis alles im Prinzip durchgerührt ist und alles sauber gemacht worden ist. Und dann kann ich mit der Pinzette natürlich die Figuren oder die Objekte, die Druckobjekte nochmal aus dem Metallkörbchen rausnehmen, pack sie zurück in die Metallbox, denn sie sind ja jetzt sauber, stell die dort einfach ab und kann mich darum kümmern, dass ich erstmal das Isopropanolbad wegpacke, das Metallkörbchen wegpacke und alles vorbereite, dass ich die zwei Figuren hier dann auf die Aushärtungsstation stellen kann. Das heißt, ich packe da erstmal so eine kleine Plexiglasplatte rein, wo die dann später draufstehen und kann dann anfangen, die Figuren langsam aber sicher abzutupfen. Und da nehme ich mir dann natürlich wieder so ein bisschen Papiertuch, tupfe die ganz langsam ab, also ich halte die dann mit der Pinzette oder aber auch später ganz normal mit einem anderen Papiertuch und tupfe die dann ganz langsam ab, damit die schön trocknen können, damit das en gros ein Isopropanol, was ich hier drauf habe, entsprechend weg ist. Und der Rest verdampft nicht einfach, sondern den puste ich dann mit so einem Blasebalg hier entsprechend schön weg. Das geht wirklich in jede Ritze rein. Und dann habe ich schon im Prinzip trockene und saubere Figuren, die jetzt eigentlich nur noch mal ein bisschen aushärten müssen. Und genau dafür stelle ich die dann auch ohne Handschuhe komplett in den Aushärter rein und kann den dann anschmeißen für 5, 6, 7, 8 Minuten, je nachdem, was für eine Figur es ist, wie groß es ist, wo das Licht überall reinkommen muss und kann erstmal abwarten. Und ja, es werden jetzt einige Leute kommen und werden sagen, hey Maggie, ich habe so große Drucke, die kann ich mit der kleinen Pinzette nicht halten. Es ist vollkommen legitim, um Gottes Willen. Ich möchte hier nicht zeigen, dass ihr komplett ohne Handschuhe arbeiten sollt. Nein, um Gottes Willen, ihr sollt auf jeden Fall Handschuhe anziehen, bei jedem Druck. Ich möchte euch nur zeigen, dass der Workflow entsprechend sauber ist, dass ihr da keine Angst haben müsst, die Figuren anzupacken und dass auch danach euer Equipment und euer Arbeitsbereich sauber ist und ihr dort keine Angst haben müsst, dass ihr dort entsprechend ohne Handschuhe irgendwo hintatschen könnt. Ja, das ist eigentlich der Sinn des Videos, dass ihr sehen könnt, okay, der Workflow ist ordentlich und sauber und es ist nicht die Sauerei. Denn ich bin oft genug gefragt worden, Maggie, ist denn so ein 3D-Resin-Drucker nicht eine Riesensauerei? Nein, ist es nicht. Ich weiß, früher hatte ich auch den Elegoo Mars, da war ich komplett messy. Da habe ich wirklich unten drunter eine Pappe liegen gehabt, die hat sich mit der Zeit vollgesogen mit Resin, weil ich dann erstmal das Druckbett runter habe, dann ist das runtergetropft und. Aber ich möchte trotzdem zum Beispiel mal die Silikonunterlage, die ich habe, die habe ich in dem anderen Video, das zeige ich euch hier oben, habe ich immer noch unten drunter stehen. Nicht, weil ich
nicht sauber arbeite, sondern einfach deswegen, dass, falls mal irgendwas auslaufen sollte, braucht nur mal ein Loch in die Fettfolie reinzukommen oder sonst was, dann läuft es aus und die Sauerei läuft direkt in euren Schrank rein oder in euren Untergrund rein. Und das wollt ihr natürlich auch nicht haben. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich meinen Workflow mit der Zeit Stück für Stück optimieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo was versaut wird, verringert wird. Und das Video soll euch genau zeigen, wie ihr das selbst anstellen könnt. Und klar, wenn ihr jetzt die Figuren zum Beispiel mal dann, wenn die fertig getrocknet sind und ihr aus dem Trockner rausholt, dann sind die fertig und ihr könnt die ohne Bedenke, so wie ich jetzt hier, entsprechend anpacken und könnt damit Spaß haben. Und dann gibt es aber noch eine Sache, wo ich sage, okay, jetzt habt ihr zum Beispiel mal so einen großen Druck aus dem Drucker rausgeholt und habt die Hände klebrig und wollt eigentlich nur die Haube auf den Drucker drauf machen. Was macht ihr da? Und da habe ich was gefunden, wo ich echt sage, genial. Nämlich sowas hier. Das ist eigentlich ein Zubehör aus dem Badbereich, das ist so ein Saugnapf mit einem kleinen Griff oben dran. Da könnt ihr hier unten einfach die Folie abmachen, könnt das Ganze hier festlocken, dass das Ganze schön eingerastet ist und sich das Ganze wirklich schön festsaugt an eurer Glocke oben. Die packt ihr einfach oben drauf und schon habt ihr einen Griff, wo ihr mit den Handschuhen dran gehen könnt. Und wenn der Griff dreckig ist, könnt ihr den entweder versuchen sauber zu machen oder ihr holt euch einen neuen und habt damit nicht das Problem, dass eure Haube dreckig wird. Das ist natürlich auch schon ziemlich genial. Und last but not least habe ich nochmal einen Tipp für euch, den ich letztens erst auf YouTube gesehen habe. Den Link zu dem Video packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich blende hier auch mal den Kanal ein, wenn ich ihn nochmal finde. Und zwar ging es darum, dass man solche Figuren nicht nur in einem Isopropanolbad baden soll, sondern in drei. Und bevor ihr euch jetzt fragt, warum denn ausgerechnet drei? Er hat das folgendermaßen aufgebaut. Momentan habe ich jetzt auch das Isopropanolbad, was ich dort habe, ist ziemlich dreckig. Und er hat gesagt, er hat dann angefangen mit der Zeit nochmal ein zweites Bad aufzubauen mit einem richtig klaren und frischen Isopropanol. Und als das ein bisschen dreckig geworden ist, hat er nochmal ein neues Dippen hingestellt mit einem frischen Isopropanol drin. Und hat dann angefangen, die Figur erstmal in dem dreckigen Isopropanol zu waschen, dann in das etwas saubere in der Mitte zu gehen und dann in das ganz klare Isopropanol zu gehen, um damit noch mehr Dreck von den Figuren runter zu waschen. Und so hat er dann wirklich jede Figur quasi über diese drei Stufen gereinigt. Und wenn dann das dritte Bad wirklich so dreckig war, dass man gesagt hat, okay, man kann damit keinen Effekt mehr erzielen und es macht einfach keinen Sinn mehr, hat er das entweder versucht zu recyceln oder fachgerecht zu entsorgen und hat dieses Bad quasi an erste Stelle gestellt und wieder mit klarem Isopropanol aufgefüllt und so seinen Workflow optimiert, dass er wirklich noch bessere Drucke rausbekommt, die natürlich noch sauberer sind und absolut keine Rückstände von Resin mehr dran haben. Das werde ich definitiv mal ausprobieren. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und in diesem Sinne, hat euch hoffentlich das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen, die mich unterstützen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.